Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Und wie ihr seht, geht es mit demselben Versuchsaufbau weiter wie aus den letzten Videos. Das Ganze ist jetzt 2 Tage getrocknet. Und falls ihr euch fragt, ob ich so ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe, dass mein Arbeitsplatz so unordentlich und schmutzig aussieht, wenn ich ein neues Video beginne, ja, schon ein wenig. Aber hilft ja nichts, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Ich habe hier drüben noch jede Menge Farben, mit denen wir Tests machen müssen. Und ich habe jede Menge Ideen, oder heißt Ideen, noch kleine runde Malplatten, mit denen wir testen müssen. Und ich versuche das Ganze auch im nächsten Video auf einer etwas größeren Malplatte. War mal ein Resin Pour. Wie ihr sehen könnt, war ein Versuch als Farbkombination. Der ist auch soweit ganz gut geworden, aber das Muster hat mich nie so richtig geflasht. Deswegen nehme ich das dann für einen Pour in der nächsten Runde. Und das hat den Vorteil, dass durch das Resin die Platte ja schon wasserdicht ist und auch nichts mehr passieren kann in Sachen Verbiegen oder Leinwand ablösen von der Pappe unten drunter. Ziemlich coole Unterlage in dem Sinne. Deswegen wird das wahrscheinlich meine neue Experimentierplatte werden und den einen oder anderen Pour noch oben drauf bekommen, bis ein perfektes Ergebnis gefunden ist. So, kommt also als nächstes. In diesem Falle hier jetzt der nächste Versuchsrunde. Das sind genau die Farbmischungen wie beim letzten Mal auch, bei den letzten Videos. Also lediglich unsere Fleury-Acrylfarben und das Floatwell. Und heute mischen wir etwas von unserem Fleury-Puring-Medium rein. Damit wir sehen können, ob das etwas ändert und wenn ja, was sich ändert. Ich mache jetzt mal noch nicht zu viel, dass die Farben nicht zu dünn werden. So, wir tasten uns da mal langsam voran. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist unser Puring-Medium dünner als jetzt das Floatwell zum Beispiel. Das heißt, wir können jetzt hier nicht zu viel davon nehmen, um die Farben entsprechend etwas dünner zu machen, damit es da nicht zu dünn wird. So, zusätzlich mache ich auch noch jeweils 1-2 Tropfen von unserem Silikon mit rein. So. Braucht nicht viel. Und ich verrühre das auch sehr gut. Nicht so doll, dass es Bläschen gibt. Das wollen wir ja immer so ein Stück weit vermeiden. Aber das Silikon soll gut verrührt sein, dass es sich dann am Ende auch viele kleine Zellen bildet. Und nicht nur große. Denn gerade auf diesen Mini-Leinwänden ist ja auch nicht so viel Platz. Auf jeden Fall würde ich euch empfehlen, das zu Hause auch mal auszuprobieren. Also nicht die Mischung in dem Sinne, also die auch, aber das mit dieser, nennen wir es mal Schleudertechnik, das macht unheimlich viel Spaß. Ich wurde da früher schon gefragt, ob ich das nicht mal versuchen könnte. Und habe dann immer gesagt, dass das nicht unbedingt mein Stil ist, weil das doch relativ viel Dreck macht. Aber mit dieser Plastikumrandung ist das Ganze zumindest vom Arbeitsplatz her vertretbar. Sieht halt für die Videos, muss man sagen, nicht unbedingt schön aus. Aber es geht ja am Ende um das Ergebnis und nicht zwingend um den Weg, wie man da hingekommen ist. Und wie ihr ja wisst, schneide ich normalerweise ja das Farbenmischen raus, weil das eher nicht so spannend ist. Aber in diesem Fall gibt es mir etwas Zeit, einfach mal wahllos drauf loszureden. Und ich bin natürlich auch offen für Farbwünsche. Ne? Falls ihr da irgendwas habt, was ihr euch gerne wünschen möchtet, was ihr vielleicht selber mal versuchen wollt, aber euch nicht so richtig traut, ob das funktioniert, dann schreibt uns einfach in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail oder wo auch immer, dass wir es lesen können und dann machen wir das natürlich für euch. Denn alle Tests, die wir für euch machen, die müsst ihr nicht selber machen und so vielleicht schlechte Farbmischungen vermeiden. So, ich denke mal, das reicht an sich aus von den Farben her. Nun müssen wir noch unsere Platte wieder festkleben. Dazu nehme ich wieder einfach Paketband. Also entschuldigt bitte den unordentlichen Tisch. Das geht jetzt in diesem Falle nicht wirklich anders. Auch hier wieder so gut wie möglich in der Mitte platzieren.
damit das Ganze sich auch über die Mitte rotiert. So ist das schon ganz gut. Ja, und dann kann es losgehen. Fangen wir diesmal an mit dem Gelb nach unten. Wahrscheinlich werden das wieder genügend Farben für zwei Bilder werden. Dann machen wir das wahrscheinlich am besten auch direkt so. Was ihr auch nehmen könnt zum zweiten sind so kleine Spachtel. Die gibt es zum Beispiel im Baumarkt, die sind ganz praktisch. Damit kann man die Farben, vielleicht sogar die größere Variante nehmen. Oder auch nicht. Kann man die Farben relativ gut übereinander ziehen. Ja, und hier könnt ihr auch schon sehen, wie toll unser Fleurisilikon wieder ist. Das bewundere ich ja in jedem Video, wie ihr wahrscheinlich mittlerweile mitbekommen habt, dass gerade wenn ihr Probleme mit Zellbildung habt, ist das sogar hier auf dem Tuch jetzt, geht das wunderbar. Also wer mit unserem Silikon noch wirklich Probleme hat, Zellen zu bekommen, der soll bitte entweder weitere Videos schauen oder uns direkt anrufen und dann können wir vielleicht am Telefon klären, was falsch gelaufen sein könnte. Weil ihr habt ja nun auch gesehen, was ich alles gemacht habe damit und das war jetzt wirklich nichts Außergewöhnliches und auch nichts rausgeschnitten. Ich würde jetzt nur hier an den Kanten noch so ein bisschen Farbe machen, damit das Ganze dann auch gut laufen kann. Die wird dann sowieso nach unten laufen, die Farbe, durch die Drehbewegung, aber damit hier auf jeden Fall Farbe drauf ist, damit die Farbe drüber laufen kann. Also das Muster auf jeden Fall von den Zellen schon mal richtig cool geworden. Schauen wir mal, wie wir es breit ziehen können. So, das Gold wollte jetzt an den Rändern doch noch nicht so verschwinden, wie ich mir das vorgestellt hatte. Deswegen machen wir jetzt einfach mal so den typischen Pur, wie man es sonst kennt, ohne Drehscheibe. Und lassen die Farbe, die noch drauf ist, einfach so mal nach unten laufen. Und schauen dann, was passiert. Okay, so wäre jetzt das Muster aktuell. Insgesamt, ich würde denken, wirklich mehr dunkle Farben für mehr Kontrast fetzen. Hier oben die Ecke ist nicht so richtig gut geworden. Insgesamt, das Design ist nicht so spektakulär, wie ich jetzt gedacht oder gehofft hätte. Ich glaube, wir packen da nochmal ein klein wenig Farbe drauf und machen das nochmal. Wie ihr seht, ihr müsst auch keinesfalls Weiß als oberste Farbe nehmen. Auch hier, wo ich jetzt kein Weiß zum Swipen hatte, kann das gut werden. Also auf jeden Fall von den Farben kreativ sein. Tobt euch aus, was ihr denkt, was gut aussieht.
Hat auf jeden Fall schon viel mehr Power vom Muster her. So denke ich, ist das Ergebnis sogar ziemlich cool. Also besser als der erste Versuch, müsst ihr mir zustimmen. Ich könnte jetzt noch versuchen, die Ränder von dem restlichen Magenta runter zu drehen. Aber ich glaube, das kommt sogar ganz gut. Wenn das getrocknet ist, ist das Dunkle wahrscheinlich sogar noch ein bisschen dunkler. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Das Muster auf jeden Fall hat so ein bisschen den Wow-Effekt. Und ich bin gespannt, wie das auf der großen Leinwand wirkt, wenn wir nachher mehr Farben auf einmal nehmen. Vielleicht kriegen wir einen richtig coolen Wow-Effekt. Sind wir mal gespannt. Also, ich lasse das trocknen. Wie immer kommt dann das getrocknete Ergebnis am Ende des Videos. Und ja, wie gesagt, denkt an die Farbkombis. Lasst uns wissen, was ihr gerne sehen möchtet. So, hier haben wir das Ergebnis. Ziemlich cool getrocknet. Hat wirklich was, finde ich, richtig cool. Ich hoffe, es kommt im Video auch so rüber, wie es in Wirklichkeit aussieht. Also die dunklen Farben sind cool, das Lacing-Muster ist cool. Wirkt so ein bisschen wie, keine Ahnung, Reptilienhaut oder so. Ich weiß es nicht. Zwischendurch noch die Goldeffekte, die wahrscheinlich in der Kamera gar nicht so rüberkommen. Ich bewege das mal, vielleicht kann das Licht irgendwas davon einfangen. Auf jeden Fall schimmert und glitzert es cool, wo das Gold da ist und bin begeistert. Also das in groß, mega. Oder was denkt ihr? Lasst mir einen Kommentar unten da, sagt mir, wie es euch gefällt. Und wenn es euch gefällt, lasst mir einen Daumen nach oben für das Video da. Einfach für mein Ego. Ja, ansonsten, falls ihr neu sein solltet und euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch die zukünftigen Videos nicht. Und macht es auf jeden Fall gern nach. Ne? Wenn ihr auch was gemacht habt und uns das sehen lassen möchtet, taggt uns auf Instagram zum Beispiel, FlurryArt ist unser Account, dann sehen wir das auch. Und freuen uns immer zu sehen, was ihr denn Schönes mit unseren Farben und Produkten kreiert. Ja, genug erzählt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Kreieren und bis bald.